Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In dieser Ausgabe sind wir unterwegs mit dem Pagani Zonda Cinque Roadster. Aber nicht nur das, wir schauen uns auch mal das neueste Update an, was gestern Abend erschienen ist. Ich habe es ja schon angekündigt gehabt, dass es kommt. Nun kam es gestern Abend heraus und da hat sich gerade insbesondere für die Designer einiges getan. Und deswegen bietet sich auch tatsächlich dieses Fahrzeug sehr besonders an. Warum und wieso, das schauen wir uns gleich an. Jetzt bleiben wir erstmal beim Fahrzeug. Und bevor wir rausspringen, habe ich mir gedacht, gehen wir mal in den Forza Vista-Modus. Denn beim Pagani Zonda Cinque Roadster gibt es einiges zu sehen. Ich öffne mal hier einfach plump alles auf einmal. Ja, Motor befindet sich natürlich nicht hier vorne, sondern hier hinten. Und wie man das schon bei Pagani kennt, schlummert da natürlich ein dicker, fetter V12 AMG Motor. Ja, man sieht so ein bisschen, ich glaube, ich muss die Klappe hier, Moment, das kriegen wir hin. Ja, das ist nämlich hier quasi eine Art Kofferraumklappe oder Staufachklappe. Ja, man muss erst das ganze Ding hier hinten öffnen, dass man hier was verstauen kann. Ne? Ist toll, ne? Egal. Sagen wir es mal so, ein Pagani ist nicht unbedingt ein Alltagsfahrzeug. Dafür aber ein sehr, sehr geiles Fahrzeug. So, jetzt komm, lass mich doch da mal. Der lässt mich hier wirklich nicht reingucken, ne? Dann machen wir mal die Tür auch noch zu. Okay, der Trick hat es jetzt am Anfang direkt schon mal verrissen. So, jetzt aber hier. Also, AMG-Motor. Wir haben einen 7,3 Liter V12 Saugermotor mit stolzen 678 PS. Und damit ist der Pagani Zonda Cinque, der im Jahre 2009 erschienen ist, der zweitstärkste Zonda, den es tatsächlich je gab. Es gab nur eine stärkere Version, das war der Zonda Revolution, ja, der basierend auf dem Zonda R war, oder beziehungsweise der Zonda R mit Straßenzulassung war. Aber der Zonda R selbst hatte nicht so viel Leistung, der hatte nämlich nur, doch, der hatte mehr Leistung, halt, okay. Der Zonda Cinque ist der zweitstärkste Serien-Zonda. Ich revidiere das nochmal, die Aussage, oder korrigiere. Der Zonda Cinque ist der zweitstärkste Serien-Zonda. Und insgesamt der drittstärkste Zonda, denn der Zonda R, also die Rennversion, die wir auch hier im Spiel haben, hatte 750 PS, der Revolution hatte sogar 800 PS und eben der Cinque Roadster, beziehungsweise der normale Cinque, hatte eben 678 PS und ist damit der dritte im Bunde. Und ich muss tatsächlich sagen, ganz ehrlich, der Cinque ist für mich nach wie vor der schönste und geilste Pagani, den es bis jetzt gab. Ja, also der Huayra kommt da noch überhaupt nicht ran. Ich finde den Cinque, als er damals erschienen ist, einfach mua. Ja, ihn gibt es einmal, wie gesagt, als normale Variante und einmal als Roadster. Bei der Roadster-Variante kann man das Dach abnehmen. Zumindest wir können es im Forza Vista-Modus, leider nicht sonst im Spiel. Also wir können sonst im Spiel nicht ohne Dach rumfahren. Und ja, aber finde ich nicht schlimm. Ich finde tatsächlich die normale Variante eh schöner. Und wenn wir das Dach drauf machen beim Roadster, dann fällt es nicht so direkt auf, dass es eben der Roadster ist. Fahrdaten sind tatsächlich gleich bei den beiden. Also beide eben mit diesem 7,3 Liter Motor. 678 PS, ich habe es schon erwähnt. 780 Newtonmeter Drehmoment, ein 6-Gang sequenzielles Schaltgetriebe. Und damit war tatsächlich der Cinque der erste Pagani überhaupt, der ein sequenzielles Schaltgetriebe hatte. Ja, mit Schaltwippen am Lenkrad. Dann schaut doch einfach mal den Innenraum schon wieder an. Boah, das ist einfach so geil. Gut, die Lüftung wippt ein bisschen zu stark, finde ich. Aber okay, darüber gucken wir mal weg. Ja, basierend ist der Cinque allerdings auch auf dem Zonda R. Ja, also der Zonda R, der Rennwagen, kam raus und auf dem basierend ist dann eben auch der Cinque entstanden. Genauso gab es ja später auch noch den Tricolor, der eigentlich sehr ähnliche Daten hatte wie der Cinque. Ich glaube, einen Ticken weniger Leistung, aber im Großen und Ganzen ein sehr, sehr ähnliches Fahrzeug. Ja, aber machen wir weiter auch noch mit den Daten. Der Cinque wiegt gerade mal nur 1,2 Tonnen, erreicht eine 350 km/h Topspeed und Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden. Also das sind wirklich Daten, die sind schon sehr, sehr, sehr nice. Und ich glaube, das wichtigste Detail habe ich noch gar nicht gesagt. Cinque ist natürlich italienisch und bedeutet zu Deutsch 5, denn der Pagani Zonda Cinque war auf 5 Stück limitiert, beziehungsweise wenn man es genau nimmt, auf 10 Stück, denn es gab 5 Roadster und 5 normale Varianten. Und, oh, da sind ein paar gerade ganz schnell durchgefahren. Aber daher verdankt das Fahrzeug seinen Namen und nach wie vor, wie gesagt, ich finde, das ist einfach einer der schönsten, wenn nicht der schönste Pagani derweil.
Einfach ein geniales Teil. Aber jetzt wollen wir natürlich reinhören. Ich blende die Telemetrie ein und dann würde ich sagen, hört mal rein. Ja, kann man sich anhören, aber ich finde, irgendwas fehlt da. Irgendwas fehlt da so ein bisschen. Das klingt halt eher wie so, nicht so wie ein Motor, sondern mehr so, ja, weiß nicht, so wie wenn einfach nur Luft irgendwie verwirbelt wird, irgendwie so die ganze Zeit. Irgendwie fehlt da was. Also, ich glaube, irgendwas ist da nicht so ganz richtig. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur, keine Ahnung, was auf den Ohren. Aber er könnte so ein bisschen mehr so. Ja, wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen mehr röhren. Nennen wir es einfach mal so. Ja, ein bisschen mehr diesen AMG rauslassen. Schließlich ist es ein AMG-Motor. Aber was ich auch sehr interessant fand, das wusste ich gar nicht. Und zwar, wenn man mal in die Dashcam sich geht. Guck mal, wir haben sogar einen Schaltblitz. Also diese LEDs. Das wusste ich gar nicht, dass das der Cinque hat. Das Lenkrad hat es immer schön verdeckt. Aber sehr cool. Man lernt nie aus, ne? So, wir gehen aber mal direkt schon zurück, beziehungsweise wir gehen zum Festivalgelände. Denn gestern Abend, ich habe es schon erwähnt, ist endlich das große dritte Update erschienen. Und das hat insbesondere was den Designern gebracht. Es ist nämlich nun möglich, die Felgen im Spiel ja mit mehreren Farben zu designen. Aber nicht nur das, auch Fahrzeuge, die mehrere Farben haben, sowie eben ein, ja, Pagani Zonda Cinque, beziehungsweise auch, was gibt's noch für Beispiele, die Bugattis zum Beispiel, also Veyron, Chiron, sind mehrfarbig. Die ganzen Fahrzeuge, die einfach mehr Farben haben, ja, also konkret gesagt, sehen wir hier das Weiße oder das Weiß-Silberne, die Carbon-Applikation, das sind ja einfach mehrere Farben. Die kann man jetzt tatsächlich unterschiedlich lackieren, ohne dass man jetzt da irgendwie im Design-Editor sich da einen abwürgen muss, damit man das irgendwie kann. Und das ist sehr, sehr geil, deswegen habe ich auch das unter anderem dieses Fahrzeug ausgewählt für die heutige Ausgabe. Jetzt habe ich irgendwas gemacht, was ich gar nicht wollte. Nein, mach weg! Ja, das käme... Achso, ich bin losgefahren. Wow. Ja, und wir fahren wieder los. Wir wollten gar nicht rein. Nee, das kann man jetzt machen. Das werden wir auch jetzt gleich mal machen. Beziehungsweise das ist ein Teil der Folge, die ich nutzen möchte. Mal nicht im Tuning-Menü groß rumzugeistern, sondern tatsächlich im Design-Editor. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns mal die neuen Autopass-Fahrzeuge an. Die sind jetzt nämlich auch wieder ersichtlich. Und da bekommen wir Ende der Woche, beziehungsweise am Donnerstag bereits, den 2018er Aston Martin Vantage, was ich sehr, sehr geil finde, dass er reinkommt. Ich habe insgeheim auch drauf gehofft, dass er kommt. Er kommt, da freue ich mich drauf. Des Weiteren kommt der McLaren 650S Spider rein. Ja, ist nicht schlecht, muss ich sagen, aber es ist ähnlich jetzt wie hier bei dem Roadster. Wir haben das Dach drauf, das heißt, es wird wahrscheinlich nur im Forza Vista-Modus möglich sein, das Dach abzunehmen. Und dann sehe ich gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so richtig den Mehrwert des 650S Spider, denn wir haben den normalen 650 schon. Und wenn man bedenkt, dass die Community schon seit unglaublich vielen Jahren nach dem 675 LT schreit und jetzt den bekommen, ist es eine kleine Enttäuschung. Ich sage jetzt mal eine kleine Enttäuschung. Das war dann sehr geil, der C-Type kommt rein. Klassisches Fahrzeug, ergänzt einfach die ganzen Klassiker, die wir drin haben. Finde ich sehr schön. Der FXX kehrt zurück. Ja, das war so meine große Hoffnung. Er kehrt tatsächlich zurück. Wobei ich da ein bisschen besser gefunden hätte, wenn so ein Fahrzeug, was wir schon mal hatten, wenn es eher über den Forzaton kommt, hätte ich cooler gefunden. Aber nun ist es halt eben über den Autopass geregelt. Auch nicht weiter schlimm. Des Weiteren kriegen wir von De Berti Design ein neues Fahrzeug, nämlich den Silverado. Da hätte ich es
tatsächlich ganz cool gefunden, erstmal den normalen Silver Rado reinzubekommen, bevor wir die Bertie-Design bekommen, aber okay. Des Weiteren kriegt der Peel einen weiteren Peel dazu, also der P50 kriegt den Trident, ja, absolutes Spaßfahrzeug, ich glaube, da kann man viel Spaß mit haben. Dann kriegen wir den 74er Honda Civic RS, auch ein absoluter Klassiker. Retro Hot Hatch, finde ich sehr cool, freue ich mich drauf. Ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel Spaß haben. Und dann gibt es noch die 2003er Honda S2000. Da haben wir tatsächlich schon eine im Spiel, allerdings haben wir die CR-Variante im Spiel, also das heißt die, ja, Hau-in-die-Fresse-Variante, wenn man so möchte, die stärkste Variante haben wir schon. Hier kriegen wir jetzt den normalen S2000 mit dazu. Also das sind die 8 Fahrzeuge, die uns in den nächsten 4 Wochen, ja, begeistern werden. Des Weiteren gibt es natürlich auch 4 neue Forzaton-Fahrzeuge, die über diese 4 Wochen verteilt werden. Die gucken wir uns dann gleich an, wenn wir ein Rennen fahren. Jetzt würde ich sagen, sputen wir uns und gucken uns eben das neueste Update an. Es kamen neue Felgen dazu, da werden wir auch mal kurz reingucken, aber in erster Linie kam natürlich im Design-Editor die Möglichkeit dazu, Felgen sowie eben bei Fahrzeugen, die mehrere Farben von Haus aus bieten, die tatsächlich anzupassen. Das erkennt man einfach, wenn das Symbol so ein Plus unten rechts im Eck hat. Also bei Felgen ist es immer möglich und eben auch bei den Fahrzeugen. Und ich habe mir gedacht, das nutzen wir doch jetzt einfach mal und machen ein bisschen was am Fahrzeug. Fangen wir einfach mal mit der Hauptlackierung an. Ihr seht, unten gibt es erweiterte Optionen. Also muss ich auf dem Xbox-Controller die X-Taste drücken. Und da seht ihr, wir können jetzt einfach alle Farbgruppen lackieren, so wie wir das gekannt haben. Ja, also es ist die Herstellerfarbe, die kennen wir schon. Aber sobald ich gewechselt habe, habe ich immer das ganze Fahrzeug verändert. Und das ist natürlich immer ein bisschen blöd gewesen. Gerade für die Designer, die mussten dann in die Mustergruppen reingehen und dann entsprechend da die Aufkleber anpassen, dass man da alles abkleben kann. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Wir können jetzt separat lackieren. Wir gehen in Farbgruppe 1. Der rote Strich fällt jetzt leider weg, aber wir können jetzt trotzdem hier alles separat lackieren. Und nicht nur mit den Standardfarben, wir können auch diese Spezialfolien verwenden. Also wir können da jetzt zum Beispiel einen Carbon-Mix machen, wenn man möchte. Ja, also das ist alles möglich und das ist ja auch irgendwie eine coole Sache. So, ich habe mir auch schon was überlegt und dazu verwende ich mal die zweifarbig halbglänzende Farbe, glaube ich, nehme ich mal. Ja doch, nehmen wir die halbglänzende. Und da möchte ich ganz gern so ein, ja, so eine Art Silber-Anthrazit-graue Farbe nehmen. Als Basis nehmen wir aber schon mal einen leichten Blauton. Und ja, bevor jetzt jemand schreit, es könnte tatsächlich Richtung Tricolor gehen. Also so ganz dezent Richtung Tricolor. Also Tricolor, nur kurz nochmal zur Klarstellung, ist auch eine Sonderversion des Zonda gewesen. Neben dem Cinque gab es ein Jahr später, also 2010, gab es den Tricolor. Ähnliche Fahrleistung, auch eine geile Optik und es wird wahrscheinlich in eine sehr, sehr ähnliche Richtung gehen. So, wir machen hier mal so ein ganz dezenten Blaustich rein in dieses Grau. Ja, es wirkt einfach nochmal ein bisschen frischer und die Sekundärfarbe, da machen wir das ähnlich. Vielleicht nicht zu viel. So, und dann muss ich jetzt gerade mal gucken, inwieweit, wie hell wir das machen. Ich glaube, hier machen wir ein bisschen weniger diesen Blaustich rein. Oder ein bisschen mehr in die Regionen gehen. Das sieht jetzt schon eigentlich relativ cool aus, muss ich sagen. Gehen wir aber nochmal ganz kurz zur Grundfarbe. Vielleicht auch ein bisschen rausnehmen. Vielleicht ein bisschen heller machen, die Grundfarbe. Ja, zweifarbig hat einfach den Grund, weil je nach Blickwinkel wirkt die Farbe nochmal ein bisschen anders. Es gibt dem einfach nochmal ein bisschen mehr Dynamik. Ist halt eine Spielerei, muss ich sagen. Also ich kann tatsächlich bei der Farbauswahl echt sehr, sehr lange oder sehr, sehr viel Zeit verbringen. Ich möchte das natürlich jetzt nicht so lange in die Länge ziehen. Deswegen, ja, nehme ich das jetzt einfach mal so an. Das passt schon. Das ist unsere erste Farbe. Und die zweite Farbe, das, was hier eine Carbon ist, bleibt natürlich Carbon. Ja, und ihr seht, guck mal, wie wir das jetzt alles anpassen können. Da kann man echt total kranke Designs jetzt irgendwie machen. Ja, können wir zum Beispiel Holz nehmen, oder? Holz ist doch geil. Aber so Camouflage wäre natürlich auch geil, oder? So Camouflage hat auch irgendwie was. Ja? So, ja, jetzt könnten wir halt einfach mal Holz nehmen, natürlich, ganz klar. Das war auch mein Ziel. Ja? Ganz edler Pagani. Nee, machen wir nicht. Wir nehmen tatsächlich Carbon. Wir färben aber das Carbon ein. Man kann Carbon ja ein bisschen eine Farbe geben. Dazu müssen wir aber nicht das, oder dürfen wir nicht das matte Carbon nehmen, sondern dann müssen wir das polierte nehmen. Das nehmen wir jetzt auch. Und auch hier gehen wir in einen leichten Blau-Touch rein. So. Und werden hier, ja, nicht viel machen. Ganz dezent nur
So, und hier beim Carbon ist es, ich gehe mal näher ran, dass wir auch die Faserung sehen. Sehen wir die hier jetzt überhaupt? Vielleicht an der Seite besser. Ja, ist gerade ein bisschen schwierig. Hier hinten sieht man es ganz gut. Das heißt, gerade der untere Regler bestimmt eigentlich, wie stark die Fasern durchkommen. Wenn ich hier komplett auf schwarz gehe, dann sieht man gar nichts mehr von den Carbonfasern oder kaum noch. Während ich ganz hell gehe, sieht man das eigentlich sehr, sehr gut. Und ihr seht jetzt auch, der Blaustich kommt ganz minimal jetzt auch rüber. Und das soll auch gar nicht so stark auch rüberkommen. Das soll ein ganz dezenter Blaustich in dem Carbon drin sein. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal wirklich nur so. Muss ich gerade mal gucken, auch mal ein bisschen von weiter weg gucken, dass das passt. Ja, gehen wir ein bisschen mehr in Richtung hellblau gehen. Also wir können jetzt noch mehr gehen, dann merkt man jetzt, wird es richtig blau, das wollen wir nicht. Wobei es hätte auch was. Aber wir wollen einfach so einen ganz dezenten Blaustich drin haben. Also dass es fast schon an der originalen Carbonfarbe ist. Eben so kleine Details machen schon viel, viel aus. Natürlich kommt das jetzt drauf an, je nach Monitor schaut das jetzt unterschiedlich bei euch aus. So, übernehmen wir das mal. Wunderbar. Und jetzt fällt tatsächlich auf, dass der Kontrast gar nicht so krass wirkt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und genau deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal zurück und passen das jetzt nochmal hier nochmal an und müssen jetzt tatsächlich die Grundfarbe hier tatsächlich doch ein bisschen dunkler machen. So, und die Sekundärfarbe tatsächlich auch nochmal ein bisschen mehr ins Dunkle gehen, dass es noch ein bisschen mehr so wirkt. Wobei ich glaube, hier ist es gar nicht mehr so krass. Es ist tatsächlich eher die Grundfarbe, die ein bisschen noch mehr Farbton braucht. So. Und da vielleicht auch ein bisschen mehr in den Blautouch mit draufnehmen. Denn Blau wird unsere Akzentfarbe werden. So, das lassen wir alles mal. Wobei, jetzt müssten wir den Außenspiegel, wobei der Außenspiegel müsste jetzt eigentlich auch den Blautouch schon haben. Ja, hat er auch. Das wird ja übernommen. Heckflügel haben wir auch schon. Und jetzt kommen wir zu den Felgen, die wir jetzt natürlich auch ändern können. Und da ja, können wir jetzt auch einzelne Abschnitte so machen, wie ihr seht. Da würde ich ganz gern einfach mal einen Mattton nehmen. Und da würde ich ganz gern einfach in Richtung vielleicht auch so einen ganz minimalen Blaustich reinmachen, aber wirklich sehr, sehr minimal. Wie gesagt, ich möchte nicht Blau an sich drin haben, sondern eher nur so einen Touch, weil immer wenn man Farben ein bisschen Blau gibt, dann wirkt es einfach ein bisschen moderner, finde ich. Aber wir wollen einfach jetzt so ein bisschen in die Anthrazit-Richtung gehen. Kann schon ruhig ein bisschen dunkel werden. So, übernehmen wir dann Farbgruppe 2. Da gucken wir gerade mal, was ändert sich. Das ist dieser innere Ring. Den würde ich, glaube ich, so lassen, wie er ist tatsächlich. Dann Innenseite, das ist jetzt, genau, die Innenseite, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Innen wird es jetzt ein bisschen heller. Würde ich einfach auch so lassen. Und jetzt das Felgenhorn, das ist quasi jetzt diese roten Akzente, die können wir jetzt insgesamt anpassen. Und da würde ich sagen, dann nehmen wir jetzt einfach so einen Blau-Touch oder so einen Blauton. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wie wir den am besten wählen. Der hier finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja. Und cool wäre es natürlich noch, wenn wir die Bremssättel lackieren könnten. Und das soll ja tatsächlich kommen. Die haben im Stream gesagt, ja, das soll kommen, ist aber allerdings ein bisschen komplizierter umzusetzen. Aber soll tatsächlich passieren. Und da freue ich mich drauf, weil dann könnte man die jetzt auch so blau machen. Aber wann das kommt, weiß man nicht. Also ob das jetzt im nächsten Update kommt, nächsten Monat, oder ob das dann ein paar Monaten kommt, weiß man noch nicht. Aber es soll tatsächlich kommen. So, das übernehmen wir mal. Dann gehen wir ganz, ganz, ganz kurz noch in den Folier-Editor. Und werden da tatsächlich das, was dem beim Cinque so prägend ist, dieser rote Strich über das Fahrzeug, das werden wir jetzt einfach auch machen. Allerdings werden wir da natürlich einen blauen Strich machen. Ja, und früher war es halt wirklich so, du musstest dann alles auf der Seite oder wie auch immer abkleben. Und das war natürlich nicht so geil. So, jetzt nehmen wir das mal. Der Blauton ist sogar schon ausgewählt. Und dann machen wir jetzt auch mal, ich weiß nicht gar nicht, wie breit das tatsächlich war beim Cinque. Ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich es denke. Und ich ziehe das jetzt einfach mal komplett drüber. Wobei, komplett eigentlich auch nicht, denn beim Cinque war es tatsächlich auch nicht überall. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir das richtig machen und vor allem auch mittig platzieren. So, weil ein paar Dinge möchte ich jetzt hier auslassen. Ich muss nicht überall genau drauf machen. So. Ich glaube aber, das passt schon mal ganz gut. Das bringen wir an. Dann machen wir das jetzt hinten auch noch. Upsala. Ja, ein bisschen Design heute, ein bisschen weniger im Tuning-Menü in der heutigen Ausgabe. Kann man ja aber auch mal machen. So.
Kann ein bisschen näher ranzoomen. Ja, das passt aber, glaube ich, schon ganz gut. So. Weiß, hier bin ich. Upsala, beim. Hallo, wieso kann ich das jetzt nicht wählen? Hallo? Geil, ich kann nicht mehr nach links gehen. Achso, jetzt. Okay, der hat sich irgendwie festgebackt. Der linke Stick. Im Prinzip müsste ich es eigentlich hier ein bisschen bündig machen, aber dann überlappt es hier so ein bisschen blöd. Das ist, ja. Nee, müssen wir so lassen. So. Genau, das übernehmen wir mal. Und vorne machen wir das auch noch hin. Aber vorne auch nur, oder nicht das ganze Fahrzeug. Sondern wir machen es nur bis hier hin. Ich glaube, im Original ist sogar da, wo das Pagani, diese Erhöhung ist gar nicht. Aber das jetzt auszusparen, würde mir jetzt zu lange gehen. Deswegen machen wir es einfach nochmal bis hier hin. Und dann brauchen wir das noch vorne. Da müssen wir das jetzt aber einmal um 90 Grad drehen. So. Mal gucken, dass wir das hier ungefähr mittig platzieren. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und im hinteren Bereich machen wir es jetzt nicht hin. Dafür aber auf den Heckflügel. Dazu müssen wir es hier aber auch nochmal um 90 Grad drehen. Und auch gucken, dass wir es hier relativ mittig platzieren. So. Dann würde ich sagen, dann haben wir das doch. Speichere ich mal ab. Gebe ich euch auch frei, das Design. Wie gesagt, kann man alles noch anpassen. Ich meine, was jetzt auch noch sehr cool aussehen würde, muss ich tatsächlich sagen, wäre, wenn man die Felgen so ein bisschen so ein, nicht schwarz macht, sondern wenn man die Felgen tatsächlich so einen Kupferton geben würde. Ich glaube, das würde mit dem Blau auch ganz geil aussehen. Ach komm, das machen wir doch jetzt, komm. Wenn ich es doch schon sage, dann machen wir das doch einfach. Jetzt muss ich aber gerade ganz kurz gucken. Dann gehen wir hier so ein, in die Richtung rein. Machen wir mal so. Und dann müssen wir hier, keine Ahnung, so bei 50%, so, vielleicht einen leichten Kupferton einfach hinbekommen. Ja, das sieht halt, die matte Farbe ist jetzt, glaube ich, hier nicht ganz perfekt gewählt. Moment, machen wir nochmal ganz anders. Wir wählen mal statt matt, machen wir mal halbglänzend. Ich glaube, das würde da tatsächlich was bringen. Und ja, ich hoffe, euch stört es nicht, dass wir heute mal ein bisschen mehr im Design-Editor sind. Wie gesagt, ist jetzt halt einfach aktuell durch das Update gegeben. So, und dann machen wir das nochmal so ein bisschen so in die Optik. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. So, speichern wir ab. Ich mag das sowieso bei den Sportwagen, so ein bisschen diese Optik. Diese Kupfertonfarbe. So, wird gespeichert. Und dann, ja, Tuning technisch. Weiß nicht, sollen wir da auch noch ganz schnell was aufbauen, ganz schnell was reinklöppeln? Komm, machen wir einfach. Wir bleiben mal beim Heckantrieb. Machen mal einen Twin-Turbo rein. Dürfte gut Leistung bringen. Optisch können wir vorne, könnten wir noch so einen Splitter machen. Machen wir jetzt mal nicht dran. Dann reifentechnisch machen wir Semislick-Reifung drauf. Wir machen richtig breite Schlappen. 275 vorne und 355 hinten. Felgen. Ja, neue Felgen sind auch dazugekommen. Ich meine, wenn ich die jetzt auswähle, sehen die jetzt ein bisschen komisch aus, weil die jetzt auch mehrfarbig sind. Aber ja, es sind neue Felgen dazugekommen. Die meisten von, beziehungsweise glaube ich, nicht alle. Sind nicht alle von Motorsport 7. Ja, ich habe nochmal geguckt. Das sind tatsächlich nicht alle von Motorsport 7, wie manche gedacht haben, weil die hier gibt es in Motorsport zum Beispiel gar nicht. Guck mal, so sehen die Felgen auch geil aus jetzt, also mit der Farbe. Jetzt kommt die Farbe richtig geil rüber. Mit dem blauen Rand kommen die gar nicht so krass rüber, merke ich gerade. Aber okay, interessant zu sehen. Ja, nee, also könnt ihr mal durchgucken oder werden wir in Zukunft auf jeden Fall noch sehen bei dem einen oder anderen Modell. So, wir bauen aber jetzt nochmal ein bisschen ein, was man so einbauen kann. Gucken wir einfach mal. Zack, zack. Ja, mit Rennfedern können wir noch ein bisschen tiefer legen. Ja, Spurplatten wären natürlich auch nicht schlecht beim Cinque, muss ich sagen, weil guck mal, da könnten wir richtig schön nochmal rausgehen. Aber okay, wir können auch Gewicht nochmal sparen. Klar, warum auch nicht, der ist eh schon so schwer. So, was können wir? Turbolader können wir nochmal machen und wir können auch den Ladeluftkühler. Da kommen wir auf immerhin 991 Li. Ich glaube auch mit Allrad wird man sogar auf 998 kommen, also S2 voll machen. Ja, übernehmen wir mal, wie viel Leistung haben wir denn jetzt? 899 kW, da sind wir auf jeden Fall weit über 1000 PS. Ich rechne das gerade mal schnell für euch ganz genau um.
Ja, so. Und zwar, da sind wir bei 1222 PS. Also wir sind eigentlich schon fast, ja, 1:1 Gewichtsverhältnis. Aber nur fast. Sehr böse auf jeden Fall. Und jetzt übernehmen wir das. Und dann wollen wir natürlich jetzt noch das ein oder andere Rennen fahren. Ich würde sagen, zwei Rennen können wir noch fahren. Sprintrennen und Rundkursrennen, glaube ich, kriegen wir noch hin. So, jetzt gucken wir mal, wie das Fahrzeug so wirkt. Aber das kommt doch schon ganz geil rüber. Nice. Also ich finde, das hat was. Gut, der Blauton hätten wir jetzt vielleicht etwas dunkler wählen vielleicht können. Ich eher so ein dunkelblau nehmen und nicht so ein... Wie auch immer. Aber ich passe es noch an. Und dann gebe ich euch das Design frei. Hier und da super Schönheitsfehler. Das kriegen wir hin. Ja, also machen wir ein kleines Sprintrennen. Machen wir einfach hier. Nehmen wir einfach das erstbeste Sprintrennen. Nein, ich muss nicht schnell reisen. Das ist gerade da vorne. Da können wir auch hinfahren. So. Oh, der Power hat er jetzt auf jeden Fall. Ja, jetzt hat er auf jeden Fall so ein schönes Nachgeblubber. Das ist schon mal schön. Das kommt ein bisschen mehr zur Geltung. Ja, Hypercar-Klasse. Wir wählen das aus. Und schauen mal, wie der zurechtkommt. Ja, ich habe eine Polizeiweste an. Klar, muss man auch haben. Eine Warnweste. Wenn man dieses Teil fährt, dann muss man ja dann irgendwie auffallen. Auch wenn es nur im Innenraum ist. So, dann schauen wir nochmal, wie wir hier zurechtkommen. Ich muss sagen, die Leistung bringt das Fahrzeug super geil auf den Asphalt. Aber generell zählt der Cinque ja zu einem der besten S2-Fahrzeugen im Spiel. Ich glaube, mit Allrad noch, dann hat er nochmal ein bisschen mehr Grip. Dann geht er ja ganz schön gut ab. Okay, das Getriebe ist zu kurz, da müssen wir nochmal Hand anlegen. Ja, ich weiß, ich kann nicht schneller, ich darf nicht schneller. Ja, böses Gerät. Ja, aber sehr geiles Update, also dass man da wirklich jetzt ein bisschen genauer designen kann, dass man die Felgen verschiedenfarbig machen kann. Das bringt einfach so viele Möglichkeiten mit sich, was die Optik betrifft. Und ja, wie gesagt, wenn da dann auch noch die Bremssättel und so weiter kommen, das wird natürlich super. So, nein, du kommst jetzt nicht vorbei. Ja, und da haben wir das Ding easy peasy gewonnen. Jetzt machen wir noch ein schönes Rundkursrennen. Ich passe aber das Getriebe vorher nochmal schnell an. Ja, hat schon ein bisschen was, ne? Ich finde, wir haben hier in wenigen Minuten schon was ganz Cooles erschaffen. So, Rundkursrennen. Was machen wir denn da für eins? Ah, komm, nehmen wir einfach das hier. Reisen wir schnell hin. Getriebe passe ich auch noch schnell an. Einfach ein bisschen länger ziehen, den Spaß. Da machen wir jetzt kein großes Hexenwerk draus. So. Autotunen. Und dann Übersetzung, genau. Machen wir ein bisschen Geschwindigkeit. Ja, guck mal, da fährt 400 Sachen jetzt. Böses Teil übernehmen wir. Und starten wir. Toll, dass hier irgendwie nur Königsegg Agera RS rumfahren.
2 Ferrari F12 TDFs. Und wir halt noch. Ja, des Weiteren wurde übrigens im Multiplayer gefixt, dass jetzt auch wieder ein bisschen mehr Verkehr durch die Gegend eiert. Was natürlich insbesondere Formate wie zum Beispiel Cops vs. Racer, die hat ein bisschen lebendiger werden lässt. Uiuiui, hier habe ich ein bisschen Probleme. Achso, ich wollte euch ja eigentlich noch die 4 Fahrzeuge zeigen, die über den Forzaton reinkommen. Das machen wir dann gleich noch im Anschluss. Hätte ich jetzt eigentlich geschickt vor dem Rennen machen können, habe es jetzt aber leider verplant. Vor lauter Farben im Kopf. Schön, da setzen wir uns schon mal an die Spitze. Ups, ein bisschen zu schnell da rein. Aber egal, auch dieses Rennen gewinnen wir. Sehr gut. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch auf jeden Fall bislang Spaß gemacht. So, das können wir jetzt hier alles überspringen, zum Glück. Das ist jetzt auch neu, dass wir dieses End-Credit-Zeug überspringen können, was schon mal sehr, sehr cool ist. Genau, dann zeige ich euch die Fahrzeuge noch schnell, die jetzt reingekommen sind. Da muss man einfach noch ein bisschen suchen, aber wenn man hier einfach auf individuell geht, dann kann man ja so durch die ganze aktuelle Autoliste durchgehen und auch die Fahrzeuge, die kommen. Lustigerweise, die Autopass-Fahrzeuge sind hier nicht drin, aber die Forzaton-Fahrzeuge, die eben noch kommen werden, die sind schon drin, hier aufgelistet. Und da gehen wir jetzt einfach ein bisschen weiter nach rechts rüber und dann sage ich euch gleich mal, welches Fahrzeug neu ist. Beziehungsweise, ich muss es gerade selber nochmal überlegen, wann das denn kommt. Warte mal, nee, bei Fiat war es nicht, Ford war es nicht, Drift war es nicht, da war es nicht, da war es nicht, da war es nicht. Hoonigan, klar, das war angekündigt, der Gymkhana 10 Ford Fiesta ST kommt rein, genauso auch den Gymkhana 10 Ford Focus RS, also im Prinzip wie der Gymkhana 9, nur halt, ihr seht, andere Felgen, andere Lackierung, sonst ist es natürlich dasselbe Fahrzeug, also jetzt nichts Weltbewegendes. Die zwei kommen noch rein, damit haben wir alle Gymkhana 10 Fahrzeuge dann komplett im Spiel. Dass ihr das auch schon mal wisst, also die zwei Fahrzeuge sind neu. Des Weiteren kommt rein der KTM GT4, ja, ist eigentlich ein Rennwagen, hat keine Straßenzulassung, also keine Ahnung, warum der reinkommt, aber okay, der kommt auch rein, zählt auch zu den Track Toys, klar, da gehört er dann eigentlich auch hin. Und dann kommt noch der, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich ihn direkt finde. Ne, ich finde ihn nicht direkt. Wo ist er denn? Wahrscheinlich bin ich schon dran vorbeigeschlittert. Einen Moment, wir haben es gleich. Ein Fahrzeug, was wir aus den alten Forza-Teilen zurückbekommen. Also ein Rückkehrer ist es auf jeden Fall. Bin ich jetzt blöd? Bin schon zweimal vorbei. Hier ist er doch. Und zwar der Honda Civic CRX Mugen. Der kommt auch zurück. Das sind die 4 Forzaton-Fahrzeuge, die wir in den nächsten 4 Wochen bekommen werden. Ja, war genau daneben. Ja, ich hab's. Hat sich ein bisschen verdeckt. Gut, okay Leute, das soll es aber gewesen sein mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck bekommen vom neuesten Update, was man designtechnisch jetzt machen kann. Ich gebe euch das Design, wie gesagt, bisschen noch frei. Ich passe es noch ein bisschen an, nicht viel. Und dann könnt ihr ja den auch so übernehmen, wenn ihr den möchtet. Oder euren eigenen Cinque designen. Oder natürlich jedes andere Fahrzeug designen. Ich bin jetzt raus. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Ausgabe hier in Forza Horizon 4. Macht's gut. Ciao.